Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, liebe Kampfsportfreunde, es ist Zeit für den letzten Kampf des heutigen Abends. Die Kämpferinnen sind bereit. So let the fight begin! Im Ring konnte bislang noch niemand Marie Lang schocken. Da hat sie alles im Griff. Ein Gegner allerdings versetzte sie im vergangenen Jahr in Angst und Schrecken. Dieses verdammte Coronavirus. Gleich zweimal ist sie daran erkrankt. 20% Lungenvolumen verloren. Gut, Nadine Steko sagt, das ist alles wieder in Ordnung, aber sowas setzt einen natürlich schon zu, denke ich. Ja, das sitzt natürlich im Kopf und ich hoffe, dass sie sich da jetzt nicht beeindrucken hat lassen. Aber das Tempo, was die beiden vorlegen, auf alle Fälle ist sehr hoch. Ja, die Michel muss natürlich auf die linke Schlaghante aufpassen. Ja. Aber hat auch schon ein paar gute Treffer gelandet. Ja. Fuß an Fuß. Fuß an Fuß Duell. Ne? So. Mexican Style fast schon. Ne? Ja, die Marie. Schon erstaunlich, die Karriere von der Marie Lang. Ich weiß noch, als sie hier angefangen hat bei Steko, um die deutsche Meisterschaft geboxt hat. Die stehen echt Fuß an Fuß. Ja. Und gib ihm. Das Gesicht von der Michaela Michel ist auch schon ziemlich rot. Also hat sie schon einiges an Treffern das auch schon nehmen müssen. Schön ausgewichen jetzt. Schöner Treffer jetzt von der. Zum Michel, die ist nicht schlecht. Ja, die. Sehr schöner Kick von der Marina. Und ich glaube, den hat die Michaela ein bisschen gemerkt auf dem Körper. Ja, ich pariere so auch gut, gibt schon mal zum Körper. Ich kann mich da nicht daran erinnern, dass die Marie jemals im Kampf so losgelegt hat und so ein Feuerwerk abgefeuert hat, gleich zu Beginn. Wenn die Gegnerin natürlich so aktiv ist, wie sie Michel ist, ja, da kann man nicht sagen, okay, ich mach mal langsamer. Das geht halt nicht. Aber die linke schöne halt linke, immer wunderbar, gut. Immer auf die Innenbahn, durch die Hände durch. Schön weggegangen. Also, tolle Runde bis jetzt auf alle Fälle. Klasse Kampf. Alles drin. Nochmal die linke, schön auf die Innenbahn. Ja. Aber jetzt kennt man ja den Kampfstil von der Marie Lang schon seit Jahren. Ne? Man stellt sich doch auf die Linke ein. Ist es dann doch so im Kampf, dass man das davon vergisst? Also die Michaela Michel hat ja gesagt, so im Interview, das ich gesehen habe, dass sie keine Sorgen sich macht wegen der Rechtsauslage, dass sie da gute Trainingspartner hat. Aber Training ist halt kein Wettkampf. Ja. Und die Linke hat sie jetzt... Ich weiß nicht, wie oft schon genommen in der Runde. Also ganz klare Runde. Absolut, auf alle Fälle für Marie Lang. Also auch wirklich eine tolle Runde. Ich bin mal gespannt, ob sie auch das Tempo durchhält, die Marie Lang. So Corona, die war ja nicht nur 10 Tage weg, sondern waren zweimal 4 Wochen, 5 Wochen. Also vor allem zweimal so eine Infektion sich zuzuziehen, ist natürlich für den Körper eine enorme Belastung. Ja. Wenn man einigen Experten glauben darf, geht ja sowas gar nicht. Aber sie atmet recht ruhig in der Ecke jetzt. Ne? Ja, weil im Laden hat gesagt, also mit der Lunge ist alles wieder in Ordnung. Das eine ist natürlich die Lungenkapazität und das andere ist natürlich auch die Fähigkeit der Muskulatur, diesen Sauerstoff auszunutzen. Und wenn man einen guten Trainingszustand hat, dann erhöht sich das natürlich auch. Also jetzt eine reine Lungenkapazität. Also kriegt man das schneller wieder in den Griff. Ja, ist nicht jetzt ausschließlich aussagekräftig für die Leistung. Haben sie schon losgelegt, bevor die Runde angefangen hat. Die können es kaum erwarten, die zwei. Ja, wieder schön. Die Marie ist aber auch... Ist wunderbar. Ja auch, ist auch allergisch immer auf Pollen. Also die ist schon ein bisschen unterlich da. Ist aber ausgerutscht. Naja.
Aber die ist giftig, die Michel. Ja, die, natürlich, die ist ja auch gut. Ja. Ne, also man. Aber man muss nicht immer nur im Ausland gucken. Es gibt in Deutschland auch genau, gute Gegner. Genau, ja. Richtig. Ne? Und die ist ja auch selbstbewusst aufgetreten hier. Ja, ja. Ja, die Marie muss jetzt aufpassen, dass sie jetzt hier nicht das aus der Hand gibt. Ja, vor allem die Führungshand ist gut, die steckt sie variabel. Guck mal, mal als Haken, mal als gerade. Jetzt schöner Aufwärtshaken. Also gute Phase jetzt von der Michaela Michel. Ja. Da, wieder durchgekommen. Sehr variabel auf alle Fälle auch. Ja, ja. Und selbstbewusst, wie sie dazu zur Sache geht. Der Output von Marie ist natürlich jetzt auch deutlich weniger wie in der ersten Runde. Ja, sie müsste doch mal wieder kicken. Ja. Ne? Ich vergiss sie jetzt ganz. Das war ja, als sie auch gute Phase hatte, hat sie auch mal zwei, drei Kicks und dann hat sie wieder variiert. Ja, sie muss ja übrigens auch nicht die ganze Zeit vor ihr stehen. Ja. Also kann sie doch gerne mal ein bisschen bewegen, aber... Tut gut dran, jetzt nicht nur im Schlagabtausch zu kleben. Ja. Ja, schöner Aufwärtshack, Michaela Michel. Und die dreht jetzt richtig auf. Und das sind gute Treffer, die sie setzt, also vor allem vom Körper. Und das nimmt die Luft. Oh, dann nimmt die Marie mehr. Die nimmt mir zu viel jetzt gerade ein bisschen. Ja, und die Kicks dann auch. Die Frontkicks da. Die Hände hoch. Die muss die Hände hochnehmen. Frontkicks, hier alles drauf. Ja. Gut. Ja. Also, die zweite Runde ist weg. Ja. Also, so klar wie der Marie Lang jetzt die erste Runde dominiert hat, so klar geht die Runde auf alle Fälle an die Michaela Michel. Die ist auch gut und geschickt, macht mit diesem Frontkick immer zum Körper. Und der nimmt halt Luft. Und da atmet die Marie schon sehr schwer. Ja, nach der, nach der aber sie auch. Ja. Ja, die hat auch ein Tempo, meine Herren. Ne? Ja. Die gönnt sich ja nicht mal eine Sekunde Pause. Ja. Und jetzt kommt es drauf an, wer erholt sich jetzt in der Pause besser? Am schnellsten. Ja. IKBF-Weltmeisterin ist sie, die Michaela Michel. Ja. 2019 gegen die Spanierin Victoria Lomax. Und das ist ja auch ein valider Verband, muss man ja mal sagen. Ne? Also, den kennt man auch. Den kennt man und den muss man auch kennen. Und die Michaela Michel ist jetzt schon sehr erholt. Und sie hat ja auch eine interessante Laufbahn hinter sich. 2010, ab 2009 Abi, dann ist sie nach Thailand gegangen, mal für ein ganzes Jahr. Mhm. Hat dort gelernt, sage ich mal, dann kam sie zurück. Ihren Traum gelebt sozusagen. Ja, genau. Das ist Siegerin beim Million Babe Championships geworden, also nebenbei dort. 2014 den Rückkehr nach Deutschland, nach Erfurt, in die Trainingsgruppe von Weltmeister Enrico Kehle. War ja auch kein schlechter, oder ist kein schlechter. Einer der allerbesten, die es in Deutschland jemals gab. Ja. Und da hat sie einiges gelernt, ja, sieht man. Und die Marie, die müsste ein bisschen länger schlagen jetzt. Ne? Jetzt lässt sie sich da sehr, sehr beeindrucken. Immer wieder der Frontkick im hinteren Fuß von der Michaela Michel zum Körper. Ja, jetzt machen wir schön. Linke drin. Jetzt. Kämpft sie sich zurück in, jetzt kommt sie wieder, in die Runde. Ja. Ja. Ich weiß es auch, wer Blut und Wasserschwitz zu Hause, ihr Freund Dennis, der darf durch die Ideale kommen heute, wegen Corona-Auflagen. Ja. Und der ist ja mal schöne Kombination von der Marie Lang. Nervöser als alle da drumherum. Also nochmal. Ja. Auch ein Hallo an ihn. Ja, jetzt schön mit links abgefangen, wunderbar. Ja, gut, ich meine, immer ganz ehrlich, dieser Kampfstil von der Michaela Michel, der ist natürlich dermaßen kraftaufwendig, das musst du mal fünf Runden durchziehen. Ja, total.
Die hat auf mich aber sehr, sehr fitten Eindruck gemacht. Ich habe mir ein paar Videos angeschaut so vom Training, also sehr explosiv. Und natürlich auch das Ganze mit dem nötigen Selbstbewusstsein befrachtet. Ja, ja, also. Und jetzt kommt die Michaela Michel wieder zurück. Und zur Mitte der Runde. Und natürlich ist es wichtig, dass man gerade zum Schluss der Runde halt auch Akzente setzt, um die Kampfrichter, die Ringrichter nochmal auf seine Seite zu ziehen. Ja, da macht es jetzt wenig, die Marie. Ja, wichtig ist einfach, dass die Deckung oben ist, ja, gut, ja. Und hat so abgefangen jetzt diesen Kick. Die darf es jetzt nicht entfalten lassen am Schluss der Runde. Gut, die Linke. Die Linke passt ja immer eigentlich wunderbar durch den Bein, ne? Ja, hat aber die Faust nicht schnell hoch. Ah, schöne Kombination. Zwei wunderbare Treffer, aber. Du musst die Fäuste hochnehmen nach der Aktion. Ja, du musst danach. Ja. Oder vielleicht auch mal einen Schritt nach hinten machen und zur Seite, ne? Das fehlt ein bisschen. Und kicken. Da kommen fast keine Kicks mehr. Ja, die vergisst du schon seit zwei Runden jetzt. Kicken ist natürlich auch um einiges anstrengender als jetzt nur zu boxen. So, jetzt müsste sie zum Schluss der Runde nochmal so einen Endspurt einlegen und versuchen, da nochmal wirklich ein paar gute Akzente zu setzen. Viel Zeit hat sie nicht mehr. Nee. Ja. Ja, er pustet es aber auch ganz schön, die ja. Michaela Michel. Aber ein Spitzenkampf. Boah, ein toller Kampf. Mega guter Kampf. Absolut. Ein richtiges Highlight. Ja. Eine sehr ausgeglichene Runde. So die ersten Akzente hat die Marie lang gesetzt und dann hinten raus. Also wie gesagt, die erste war klar lang, zweite war klar Michel. Ja, ja. Jetzt kann man, die kann man so oder so geben. Ja. Unentschieden geben, ehrlich gesagt. Ja, macht jetzt auch ein. Also bei dem Tempo geht dann keine Spur los vorbei. Natürlich ja. Nicht, das ist ja ein was die da abziehen, ne? Thilo Kuttler. Ein Feuerwerk. Der ist ja mit allem bewaffnet immer. Ja. Der hat auch eine super Karriere hingelegt als Cutman. Ja, total. Aber er macht's auch gut, ne? Super, also, der war zu Hause auch Boxner. MMA auch, glaube ich. MMA, war ja mal nebenbei noch Weltmeister im Taekwondo, glaube ich. Ja. Die muss geschlossen bleiben. Ja, die muss geschlossen bleiben. Und geschlossen, Deckung raus. Dann oder vielleicht auch mal einen Rückschritt machen, wenn sie getroffen hat. Dass sie da mal aus der... Schöne Kombi, wunderbar. Nochmal die rechte, genau. Ja, ja, das ist alles toll, also wirklich dieses Abducken, dann Abfangen mit der Schlaghand. Ne? Dann haben wir die linke da von der Michel. Also eins gutes Schön. Ah, schön gekonnt. Ja, ja. Ne? Ein gutes Schön, das ist Corona. Man lernt auch mal deutsche Kämpfer kennen, die man aus Mangel, dass man jemanden reinfliegen kann. Ja. Ja, das ist ja immer, das ist immer das Problem, dass man natürlich versucht, so international wie möglich die Kämpfe zu bestreiten. Aber wie man sieht, ja, ne, die Qualität sagen, hier auch sehr hoch. Die internationalen Gegnerin von der Marie, die war nicht besser als die Michel. Ja. Ja, aber jetzt hat die klaren Treffer nicht wieder bei der Marie Lang. Ja. Da muss jetzt dranbleiben und sich halt durchbeißen. Wieder schön mit links getroffen. Aber das sind natürlich alles Treffer, die die Punktrichter sehen. Und die Kombis, zweiter Angriff war auch wunderbar gerade. Das hat sie auch mal einen Schritt gemacht. Gut, ausgewichen. Ja, wunderbar. Na gut, jetzt kommen die Schläge auch nicht mehr ganz so genau von der Mitte. Ja, richtig, ja. Aber
Also ganz ehrlich, bei dem Wahnsinnstempo, das die zwei da abliefern, wäre es ja fast schon unmenschlich, wenn die immer noch so... Und da muss ich einfach sagen, der Kampf geht rum wie im Flug. Ja. Also habe ich schon andere Frauenkämpfe gesehen und dachte, na gut. Da habe ich auch schon ganz viele Männer. Und aber Männerkämpfe auch schon gesehen. Natürlich. Ja. Die zwei sind wirklich spitzen. Und das ist wirklich ein toller Sport. Schön ausgeglichen. Ja. So, noch 15 Sekunden. Ja, und jetzt schön nochmal zum Körper gegangen, die Marie Lang. Und die Runde dürfte ihr nicht mehr zu nehmen sein. Ja, aber die kickt und kickt hier. Die versucht alles. Fällt mir. Ja, ja. Ganz starker Kampf. Ja. Ein Riesenkraftakt von beiden Athletinnen. Ja, sie hat ja vor dem Kampf gesagt, ich fahre jetzt eigentlich nach München, um sehr lang den Titel dazwischen zu überlassen. Glaube ich auch. Und das sieht man, also wie sie ja wirklich super zur Sache geht. Ja. Ist auch Ruhe in der Ecke, diesen Marek Diaczynski. Ja, eine sehr professionelle Ecke. Super, alles super, ne? Gute Arbeit. Kommen auch jetzt nicht zu viele Kommandos. Und die lacht noch, guck. Ja. Auch schon ein bisschen gezeichnet am Auge, aber die linke Schlaghand von Marie Lang, die kam auch wirklich häufig heute. Ja. Das habe ich auch selten gesehen. Vor der letzten Runde dann auch nach so einer Leistung, da muss ich da auch noch freut. Ja. Was auch immer das war. Die wartet schon, also die sind voller Tatendrang. Jetzt wird es, glaube ich, nochmal ein hartes Ding für die Marie Lang. Ja, ja. Für beide. Die fangen immer an, bevor der kommt. Ja, aber ich brauche zwei. Das ist ja. Das ist eine gute Waffe, da in die angreifende Gegnerin reinzuhauen, ja, ne, auf der Innenbahn. Die werden nicht langsamer. Nee. Wahnsinnskraft, den die zwei da abliefern. Aber diese linke Schlaghand, die immer wieder auf die Innenbahn einschlägt. Und wieder. Auch mal zum Körper variiert. Jetzt bitte die linke. Ja. Nochmal. Aber ganz ehrlich, also die Michaela Michli steht da nicht viel nach, ne? Nee, überhaupt nicht. Gut getroffen. Ja. Was sie gut macht, dass sie immer so ein bisschen nach hinten schubst, ihr das Gewicht nimmt vom vorderen Fuß und so. Oh, wunderbar. Tolle Kombination. Na gut, man merkt natürlich auch bei der Lang, dass sie halt ein paar WM-Kämpfer am Buckel hat. Ja, ne? Natürlich, klar. Das ist ja klar. Also gerade in so Kämpfen ist Erfahrung natürlich auch Gold wert. Ja. Also für mich seit langem der beste Frauenkampf, ja, ehrlich gesagt. Absolut. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster, ich würde sagen, das ist der beste. Oh, Spinning Backfist darf sie nicht machen. Ist in diesem Regelwerk nicht, nicht vorgesehen. Nicht vorgesehen, ne? So, ein Minütchen. Und dann sollte eigentlich eine erneute Titelverteidigung nichts im Wege stehen. Aber ganz toller Kampf. Aber die Beine von der Marie sind auch schon ziemlich gezeichnet. Da hat ja, sie auch viel genommen. Die kickt ja wie pausenlos. Die kickt. Ja. Wahnsinn. Sie für eine Schlagfrequenz haben beide, ist echt. Ja, also, da müssen wir mal so eine Schlagcomputer mal dran. Wir haben wahrscheinlich so 120 bis 140 Schläge in der Runde. Ja,
Fuß an Fuß von Anfang an. Mexican Style in München. Der Hammer. Ja. Ein Wahnsinnskampf. Bravo. Wahnsinn. Also muss ich sagen. Ganz toller Kampf. Da können sich beide feiern lassen. Ja, ja, ich denke, dass Marie den Titel verteidigt hat. Ja. Aber grandiose Leistung auch. Volle Leistung, ja. Michaela. Also die Michaela Michel ist auf jeden Fall alles andere als eine Ersatzgegnerin oder was Ähnliches. Die ist wirklich was ganz Hochkarätiges, was hier heute im Ring stand. Für einen Sieg dürfte es nicht gereicht haben. Aber es ist auch ein tolles Mädel, die ist fest verankert an ihrem Verein, macht Kindertraining, die ist Fußreflextherapeutin, Schmerztherapeutin, Gesundheits- und Ernährungsberaterin. Also, das Gute ist, dass man sich dann selber so ein bisschen therapieren kann, auch durch die Launchback, durch die Low-Kicks. Iron Mike wird sie genannt, also das sieht man ja auch warum, weil sie kann schon hart kämpfen. Iron ist sie auf alle Fälle. Ja. Also, mich würde es mal interessieren, so aus dem Nähkästchen, ob das tatsächlich so die Strategie war. Weil ich kann mich da irgendwie daran erinnern, gehört zu haben, rein, raus. Aber das war ja hier jetzt eher du oder ich. Ja. Aber? Auf alle Fälle. Unterhaltsam und Spitzenkampf. Beste Kampf des Abends. Auf alle Fälle hat sie die Corona-Krise überstanden. Also Marie hat Corona weggehauen. Corona weggehauen. Hier nochmal Thilo Kuttler und... Ja. Ivan Steko. Ja. Er wird jungen Jahren rangeführt ans Traineramt. Schade halt mit der Verletzung, aber wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Nee. Ist halt immer so. Laden war jetzt auch relativ ruhig. Ja. Auf der anderen Seite bleibst du dann auch in der Familie. Das ist ja auch viel. Naja, klar. So, die kann sich freuen für eine tolle Leistung. Ja. Was lieber macht da hinten schon wieder Fotos mit jedem der Bilder. Der Ecke. So, jetzt kommt Kai Petzmann mit dem Urteil. Sollte eine klare Sache sein für die blaue Ecke. Meine Damen und Herren, willkommen zur Urteilsverkündung. Harald Fuladori wertete 49-48 für die rote Ecke. Hui. Ertekin Aslan wertete 49-47 für die blaue Ecke. Brauche ich kein Unentschieden, das braucht kein Mensch. Und Chris Legien wertete 50-48. Mhm. Und damit neue Weltmeisterin im Cruiserweight Kickboxen Low Kick. Michaela Iron Mike Michel. Tja, da kann man nicht täuschen. Ja, haben wir uns ganz schön getäuscht übrigens, ne? Ich hätte es genau andersrum gesehen, hätte ich gesagt. Ich hätte es genau andersrum gesehen, ja. Aber ich habe heute schon mal... Tatsächlich kommt es immer so ein bisschen auch auf den Geschmack der Kampfrichter an, ehrlich gesagt. Ja. Das wird mehr bewertet, das Boxerische. Vom WKU-Weltpräsidenten Klaus Noller. Die aktivere, die hohe Frequenz. Ja. Ne? Also ist für meinen Geschmack zum Beispiel, ich hätte jetzt die linke Schlaghand, die da... Oft im Ziel war etwas höher bewertet, ne? Aber ich muss ja auch nicht punkten. Ja. Ganz ehrlich, ich habe es anders gesehen. Ja, wir beide haben es anders gesehen. Aber ich bin heute schon mal falsch gelegen, da mit Johannes Kurz gegen Oskar Plasene. Ja. So ist es halt nochmal. Und am Ende des Tages ist es halt eine sehr subjektive Entscheidung. Ja. Ja, das war eigentlich so. Ein erfolgreicher Kampfabend für die Stekos. Michaela, Gratulation zum Weltmeistertitel. Wie fühlt es sich an? Herbe Niederlage. Ja. Die einfachste Antwort, das fühlt sich mega an nach so einer langen Zeit. Ich meine, Corona hat es uns Sportlern allen nicht einfach gemacht. Ich wusste auch nicht, wie es wirklich sein wird. Wie das Gefühl wieder ist, im Ring zu stehen. Das sind ja ganz andere Bedingungen jetzt. Deswegen als allererstes ganz großes Dankeschön auch an die Stekos, dass ihr das überhaupt möglich gemacht habt, dass wir in dem Rahmen irgendwie eine Kampfnacht wieder ausführen können. Es ist für jeden Sportler was ganz Schweres, wenn man einfach nicht das machen kann, was man liebt, wofür man lebt und was man Tag ein, Tag aus einfach mit Fleisch und Blut ausübt.
Somit ist es natürlich nochmal eine doppelte und dreifach große Freude, dass jetzt das Ganze so funktioniert hat. Ich danke auch Marie. Sie hat auch nicht eine einfache Zeit gehabt mit zweimal Corona und dann wieder zurückkämpfen in den Ring. Ich freue mich immer, starke Gegnerinnen zu haben, mit denen ich mich messen kann. Das habe ich mit Marie definitiv gehabt. Und solche Feste im Ring feiert man dann gerne, wenn man eine starke Gegnerin hat, die würdig ist, mit der es einfach eine Schlacht ist. Und ich habe versprochen, dass wir ein Feuerwerk abliefern und wir beide sind kein Stück zurückgewichen und haben gezeigt, was wir können. Und umso schöner ist es jetzt, den Gürtel mit nach Hause zu nehmen. Wuhu! Es war wirklich ein Vorzeigekampf, das muss man ganz klipp und klar sagen. Vielleicht noch mal eines, natürlich ist es auch von unserem Kommentator Matthias Preuß angesprochen worden, die ganzen Basics. Kann man wirklich noch sagen, dass die Basics in Thailand liegen, in diesen 8 Monaten Thailand, den vielen, vielen Wettkämpfen in Asien, die du gemacht hast, oder sind die mittlerweile vergessen und da ist es in Erfurt? Naja, es waren ja fast 2 Jahre, also nicht nur 8 Monate Thailand, sondern 2 Jahre. Das waren natürlich in gewissen Zügen meine Basics, vor allem was das Kicken und das Muay Thai betrifft. Aber das K1, also das, was ich hauptsächlich mache, wo ich auch Weltmeisterin bin, habe ich dann wirklich beim La Familia Fight Club in Erfurt eben angeeignet bekommen und verbessert. Und wir arbeiten Stück für Stück an der Maschine, an der ich bin. Mit nur Vorwärtsgang und dem Druck. Also die Leidenschaft muss man selber mitbringen. Das hungrige Tier in mir ist da. Und die Jungs schleifen mich, nehmen meine Emotionen mit, wie es geht. Und wir sind eine große Familie. Und dahingehend habe ich definitiv auch viel, was das Boxerische und K1-lastige ist, nochmal ausgebessert. Man nimmt von jedem Trainer, von jedem Coach, bei dem man jemals war, immer ein Stückchen mit und das kann einem nur zu einem besseren Kämpfer machen. Gratulation nochmal. Wunderbar, die neue Weltmeisterin, Kruisergewicht, Kickboxen. Und ich hoffe, wir sehen uns hier im Ring nochmal wieder. Auf alle Fälle. Marie. Faire Worte von deiner Gegnerin. Du hast gerade natürlich gehört und mitgehört. Was war heute der ausschlaggebende Punkt? Einiges wurde ja gerade schon angesprochen von Michaela. Du hast eine heftige Zeit hinter dir gehabt, gerade in dieser Corona-Zeit. Ja, absolut. Also ich meine, es ging uns ja allen so, dass wir eine lange Kampfpause haben. Wobei ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass das irgendwie ein Problem ist. Aber klar, es war jetzt so eine lange Kampfpause wie noch nie. Nichtsdestotrotz danke ich meinem Sponsor Jalousie Scout und den Stekos für die super Vorbereitung. Danke auch Michaela. Ich glaube, es war ein geiler Kampf, auch wenn er nicht an mich ging. Aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall gezeigt, dass wir beide was können. Und so ist es halt einfach. Ich meine, man muss natürlich eines sagen. Ich habe es gerade schon mal gefragt beim Daniel Dietz. Es ist keine große Vorbereitungsmöglichkeit, also Sparringspartner. Also, wo kommen die her? Wie bereitet man sich vor? Was ist der Unterschied zu sonst? Ja, das Studio ist natürlich zu. Ein paar Profis, die heute auch gekämpft haben, mussten natürlich auch trainieren. Aber es war natürlich eine kleinere Gruppe als sonst. Nichtsdestotrotz hatte ich eine geile Vorbereitung, habe viel mit den Jungs trainiert. Es war ein hartes Sparring. Danke auf jeden Fall auch noch an alle Jungs und Mädels, die mich vorbereitet haben. Ja. So, jetzt ist es die erste Niederlage. Irgendwann kommt die erste Niederlage. Und das ist im Kampfsport nun mal so. Starke Gegnerin gehabt. Wir sehen dich bei der nächsten Kampfnacht wieder, oder? Absolut, ja. Wunderbar, wir freuen uns drauf, liebe Zuschauer Marie Lang und natürlich nochmal Michaela. Großartiger Kampf, Werbung für den Frauenkampfsport heute Abend hier. Dankeschön nochmal. So, liebe Zuschauer, das war's. Leider Gottes ohne Live-Publikum, aber ich glaube, wie hat es gerade nochmal Daniel Dietz so schön gesagt, ich zitiere ihn da gerne für 4,99 Euro, Stekos Kampfkanal auf YouTube, das lohnt sich definitiv. Kämpfe auf Augenhöhe, ja, hier wird nichts verschoben, sondern hier gewinnt auch das Auswärtsteam. Das ist tatsächlich so, das ist das, was schon immer die Maxime bei Stekos gewesen ist, möge der Bessere gewinnen. Und möge Sie viel Spaß gehabt haben, wir freuen uns auf jeden Fall drauf, wenn wir uns wiedersehen und zwar eventuell am Ring. Herzlichen Dank nochmal für unseren wunderbaren Gastgeber, auch heute zum zweiten Mal überhaupt in der Geschichte von Stekos Fight Night. Das Deutsche Theater hier in München, ich könnte mich dran gewöhnen. Hoffentlich passiert hier auch bald wieder was auf der Bühne, was ins Theater gehört. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.